Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem letzten Hobbitik-Schätzchen auf diesem Sendeplatz. Diese Reihe von insgesamt 10 Sendungen wurde uns ja anlässlich unseres 25-jährigen Jubiläums vom WDR geschenkt. Und ich hoffe, Sie haben, auch wenn Sie nicht regelmäßiger Zuschauer in den letzten 25 Jahren waren, kann ja auch nicht sein, denn wir haben ja so unglaublich viele junge Zuschauer, ein wenig von dem mitbekommen, was wir mit der Hobbitik bewirken wollen. Nämlich sie zu aktivieren, Wissenschaft zu hinterfragen und zu erklären, aber auch dem Verbraucher nützliche Informationen zu geben, damit er nicht völlig abhängig wird von den Werbeversprechen der großen internationalen Konzerne. Gerade was unsere Nahrung anbelangt, sind wir ja mittlerweile völlig globalisiert. Wir beziehen diese Nahrungsmittel aus der ganzen Welt. Und manchmal werden wir gezwungen, Nahrungsmittel zu uns zu nehmen, deshalb, die wir überhaupt nicht wollen. Zum Beispiel gentechnisch veränderte Sojaprodukte oder auch andere. Die Sojabohnen, zumindest werden von den Amerikanern, die die Hauptproduzenten davon sind, bereits, das ist wirklich eine schlimme Sache, im Ursprungsland mit normal gezüchteten Bohnen vermischt, damit sie später nicht mehr getrennt werden können. Und wir sind aber trotzdem darauf angewiesen. Insofern ist das wirklich eine Unverschämtheit. Gleiches gilt auch für Rinder, Kälber und Schweine, die mit Antibiotika und Hormonen als Wachstumsturbo gefüttert werden. Die Amerikaner wollen nun die Europäische Gemeinschaft zwingen, diese Produkte in jedem Fall anzunehmen, obwohl wir es gar nicht wollen. Und zwar, die machen es einfach so, sie legen sozusagen bei unseren eigenen Exportprodukten Handelsbeschränkungen auf. Drohen sie an oder haben sie schon umgesetzt? Und damit wollen sie das erreichen, dass wir es kaufen müssen. Dass die Ursprünglichkeit der Nahrungsmittel aber auch in Amerika ein Problem ist und die Verbraucher diese Entwicklung offenbar auch nicht ganz klaglos hinnehmen, obwohl sie eigentlich ja kaum eine Chance haben, sieht man aber hier an dieser Milchtüte. Die habe ich gerade in New York gekauft und da steht ausdrücklich drauf, schauen Sie, no hormones, no antibiotics. Nun ja, was man selbst nicht will, ja, das exportiert man dann einfach. Also, liebe Zuschauer, Sie können in jedem Fall sicher sein, dass wir von der Hobbitik diese ganze Entwicklung verfolgen. Und wir werden darauf achten, dass mit unserer Gesundheit kein Schindluder getrieben wird, zumindest soweit das uns natürlich möglich ist. Wir werden Sie aber in jedem Fall darüber auch in den nächsten Jahren auf dem Laufenden halten. So, jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Es geht weiter in unserer kleinen Reihe rund um den Po. Diese zweite Sendung, der wir übrigens den Titel gegeben haben, gut gekaut ist leicht verdaut, beschäftigt sich mehr mit den inneren Werten. Dass wir in unserer Sendung zunächst von Nahrungsmitteln gesprochen haben, wird Sie bei diesem Thema vielleicht wundern. Aber an dieser exponierten Stelle wird ja das entsorgt, was wir oben reingesteckt haben. Leider wird die oft aufgrund von falscher Scham vernachlässigt. Gleichzeitig haben aber auch viele Menschen unglaubliche Probleme damit, inklusive dem daran anhängenden Darm, der, was wenige wissen, ungeheuer wichtig ist für unsere Gesundheit. Ja, er ist sogar die Zentrale unserer ganzen Abwehr gegen Krankheiten, also das Immunsystem. Und viele, viele gesundheitliche Beschwerden gehen von hier aus. In der Tat ist unser Darm erheblich an einem gesunden Immunsystem beteiligt. In ihm sitzen nämlich die sogenannten Peyerschen Plaques. Sie sehen sie hier auf dieser Darstellung. Diese Zellen sind praktisch die Kundschafter unseres Immunsystems. Und sie melden sofort, wenn Erreger sich zum Angriff formieren. Sie werden aber auch unterstützt von einer Armada positiv wirkender Darmbakterien. Ich stehe sozusagen mitten in diesen Darmbakterien hier drin. Und das Immunsystem hält sich diese als nützliche Haustierchen. Klar, dass die natürlich auch gut gepflegt und gefüttert werden müssen. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Zu diesen positiven Darmbakterien gehören beispielsweise die Bifidobakterien, die bereits bei Neugeborenen den Darm besiedeln und zu einer gesunden Darmflora unbedingt dazugehören. Aber auch die Lactobacillen gehören dazu und einige Streptokokkenarten, ebenso wie mit Einschränkungen bestimmte Kolibakterien. Dass die Natur auf diese Winzlinge hier gesetzt hat und welche Leistungen sie vollbringen, das kann man daran erkennen, dass etwa ein Drittel des Kots, der den Darm über den Po verlässt, aus Bakterien besteht, die ihren Job erledigt haben. Und aus diesem Grund kann man mit Fug und Recht behaupten, ist der Darm gesund, dann ist es auch der Mensch.
Einer der Wirkungsmechanismen dieser positiven Darmbakterien besteht darin, dass sie Plätze besetzen. Das heißt, wo sie sich breit machen, haben Krankheitskeime weniger Chancen. Ich möchte Ihnen jetzt meine beiden Mitstreiterinnen von heute vorstellen. Das ist also zunächst einmal die Dr. Ellen Norton. Sie kennen sie, weil sie hat ja schon oft in der Hobbythek mitgemacht, ist regelmäßige Mitarbeiterin. Aber die Monika Pohl, die dürfte Ihnen noch unbekannt sein. Sie hat in der Hobbythek eher im Stillen gewirkt. Das heißt, sie hat spannende Filme und Reportagen gedreht. Liebe Monika, vielleicht interessiert unsere Zuschauer, warum eigentlich wir unserer Sendung diesen Untertitel gegeben haben, gut gekaut ist leicht verdaut. Ja, das Kauen ist wichtig, weil die Verdauungssäfte in unserem Magen und unserem Darm besser mit kleinen Speisestückchen fertig werden. Die Nahrung muss ja in ihre chemischen Grundbestandteile zerlegt werden, damit sie dann durch die Darmwand besser in den Organismus hineingeschleust werden kann. Hierbei Nudeln, Mehl, und Süßigkeiten sind das vor allen Dingen Kohlenhydrate und Zucker. Bei Eiern, Fisch und Fleisch sind es dann Eiweiße und Fett. Und das Fett wird dann nochmal in die einzelnen Fettsäuren aufgespalten. Davon gibt es eine ganze Menge, wie Sie hier sehen. Dazu kommen dann noch Mineralstoffe, Vitamine und andere Vitalstoffe. Gut zerkaut rutscht das Essen dann durch die Speiseröhre in den Magen hinein und da geht's dann richtig zur Sache. Der Magen ist eine echte Hexenküche, in der hochaggressive Magensäfte vor sich hin brodeln. Das sind vor allem Salzsäure und das Enzym Pepsin. Die machen quasi Kleinholz aus dem Mittagessen. Man muss sich nur mal vorstellen, welche Leistung die Magenschleimhaut vollbringt, dass sie diesen aggressiven Stoffen widersteht. Für viele Krankheitskeime dagegen ist das ätzende Milieu im Magen die Endstation. Und das ist auch gut so, denn sonst würden die ja ungehindert in den Darm wandern, wo sie ja nun wirklich nichts verloren haben. Den Magenausgang verschließt ein Muskelring, den nennt man Magenpförtner, denn er lässt pro Minute immer nur so eine kleine Portion Brei, das sind etwa 10 Milliliter, aus dem Magen in den 12-Fingerdarm passieren. Und da wird das Ganze dann, wie gesagt, in seine chemischen Grundbestandteile zerlegt, also vor allem Zucker, Eiweiß und Fett. Diese kleinen Teilchen wandern dann als unsere Energielieferanten durch die Darmwand direkt ins Blut und die Lymphbahn, also ins Körperinnere ab. Und schädliche Bakterien und Krankheitserreger, die jetzt vielleicht noch in dem halbverdauten Essensbrei drin sind, die schaffen das Gott sei Dank nicht. Sie bleiben drin im Darm und werden in den Dickdarm transportiert. Da wird dem Brei dann noch ein Großteil des Wassers entzogen und das fließt dann ebenfalls durch die Darmwand ins Körperinnere ab. Ja, und da fangen für einige von uns die Probleme schon an. Vor allem für diejenigen, die Schwierigkeiten mit dem Stuhlgang haben. Da kann es nämlich tatsächlich passieren, dass im Enddarm der Kot zu stark entwässert wird. Die Folge, es bildet sich ein harter Pfropfen, der nur unter größten Schwierigkeiten ausgeschieden werden kann. Und weil dabei die Afterhaut sehr stark gedehnt wird, kann sie sogar einreißen. Das ist dann sehr schmerzhaft und oft auch mit Blutungen verbunden, beziehungsweise es kann auf die Dauer zu Hämorrhoiden führen. Manche Menschen nehmen dann Abführmittel, wenn es partout nicht rutschen will, und tun damit genau das Falsche, denn der Darm gewöhnt sich sehr schnell daran und man wird im Nu abhängig von diesen aggressiven Mitteln, egal ob sie chemischen Ursprungs oder pflanzlichen Ursprungs sind. Selbst so einfache Senneblätter, Faulbaumrinde, Rhabarberwurzeln sind nicht empfehlenswert. Es geht auch anders. Kurzfristige Hilfe bei zu hartem Stuhl geben beispielsweise hier unsere Zäpfchen, die man sehr leicht selbst herstellen kann. Da gibt es hier solche Formen, Einmalformen. Wir haben das in unserem Hobbythek-Buch Darm und Po ausführlich beschrieben und wir geben das Rezept selbstverständlich auch in den kostenlosen Hobby-Tipp hinein. Die Zäpfchen, die enthalten unser sehr mildes, schleimhautfreundliches Face-Sensit, das noch nicht mal in den Augen brennt. Hier steht es. Und dann kommt noch Kakaobutter dazu, das ist sozusagen die Formgebung, und ein paar Tropfen Teebaumöl. Das Face-Sensit, das weicht das harte Kotende auf und gut geschmiert rutscht dann alles viel besser. Für gravierende oder sogar chronische Verstopfung, liebe Zuschauer, gilt allerdings, dauerhafte Hilfe muss von innen kommen. Das bedeutet, man muss für eine gesunde Darmflora sorgen, also für eine möglichst optimale Kombination der unterschiedlichsten nützlichen Darmbewohner. Und wie uns das gelingt, das wird Ihnen jetzt die Ellen Norton erzählen. Ja, zunächst kommt es einfach auf eine gesunde Ernährung an. Dann geht das mit der Darmflora fast automatisch.
In der Hobbitek haben wir schon häufig darauf hingewiesen, dass dabei lösliche und wasserunlösliche Ballaststoffe eine wichtige Rolle spielen. Diese befinden sich vor allen Dingen in Vollwertprodukten, die aus Vollkornmehlen hergestellt wurden, wie etwa in diesen Nudeln oder im Brot. Ballaststoffe stecken aber auch in Obst und Gemüse oder in Trockenfrüchten wie etwa Datteln, Feigen, Aprikosen und Äpfeln, nach Möglichkeit mit Schale, oder Pflaumen. Ein ganz besonders hoher Ballaststoffanteil steckt in Kürbiskernen. Wer Obst und Gemüse isst, sollte allerdings auf eins verzichten, liebe Zuschauer, aufs Schälen. Die meisten Ballaststoffe, aber auch Vitamine und Mineralstoffe sitzen nämlich direkt in oder unter der Schale. Das gilt übrigens auch für Kartoffeln und Möhren. Schneiden Sie da nur die faulen Stellen ab, beziehungsweise bei den Kartoffeln stechen Sie die Augen heraus und waschen Sie sie gründlich. Kartoffeln schmecken ja wunderbar, auch als Ofenkartoffel oder Pellkartoffel. Allerdings gibt es da ein Problem. Und zwar sind das die Schadstoffe, die an der Obst- und Gemüseschale kleben können. Zum Beispiel Konservierungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel. Das kennen Sie ja alle. Dankeschön. Gerade jetzt hat das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz eine Unterabteilung des früheren Gesundheitsamts unter dem Titel Lebensmittelmonitoring, und zwar Untersuchungen aus dem Jahr 1995, eine Broschüre herausgegeben, auf der auf Rückstände Salaten, Gemüse und Obst hingewiesen worden ist. In jedem Fall gibt es stets die Verbraucherempfehlung, Salat immer gründlich zu waschen. Sie sehen das, saisongerechte Ernährung natürlich bevorzugen. Ebenso wie beim Gemüse und beim Obst. Es muss immer gründlich gereinigt werden. Vor allen Dingen bei Trauben scheint das ganz besonders angebracht zu sein. Das liegt unter anderem daran, dass Trauben, aber auch Äpfel, viele andere Früchte ebenso von Natur aus eine dünne schützende Fest- bzw. Wachsschicht tragen. Darin können die Schadstoffe sich verankern, die durch Waschen nur mit Wasser ganz einfach nicht herauszubekommen sind. Und deshalb haben wir unsere mittlerweile gewonnene Erfahrung in Sachen Waschmittel genutzt, um ein spezielles Gemüse- und Obstwaschmittel zu entwickeln. Unser, wie wir es genannt haben, GeoWash, ein Wort gebildet aus den Bezeichnungen Gemüse, Obst und Waschen. Hauptbestandteil ist eine Substanz, welche in der Lage ist, fettlösliche Bestandteile abzulösen. Einen solchen Stoff nennt man Tensid. Wir haben ein völlig ungiftiges Tensid ausgewählt, das für Lebensmittel zugelassen ist. Es wird übrigens aus Zucker gewonnen. Und es ist auch in Zahnpasten beispielsweise enthalten. Zusätzlich haben wir noch an die geplagten Spülhände gedacht und zur leichten Rückfettung etwas Lecithin, zur Desinfektion Weingeist und ein paar Tropfen Zitronenöl, damit es auch gut riecht, da reingetan. Sie brauchen davon wirklich nur ein paar Spritzer in das Waschwasser zu geben. Dabei empfiehlt es sich, lauwarmes Wasser zu verwenden, denn die Rückstände lösen sich dann besser ab. Danach kurz nachspülen, so, und fertig. Das Waschen empfiehlt sich noch aus einem ganz anderen Grund, denn an den Schalen haften nicht nur Schadstoffe, sondern manchmal auch Bakterien, die zum Beispiel durch Hinterlassenschaften von Insekten darauf gekommen sind. Einige brandaktuelle Untersuchungen aus den USA belegen das. Diese ist sogar schon ins Deutsche übersetzt worden. Dr. Peter Grübel vom St. Elisabeth Krankenhaus in Boston hat nachgewiesen, dass zum Beispiel im Speichel, aber auch im Kot unserer ganz normalen, scheinbar doch so harmlosen Hausfliege einige Bakterien sind, die uns schwer zu schaffen machen können. Eine dieser Bakterien, der sogenannte Helicobacter pylori, wurde erst vor wenigen Jahren entdeckt. Er ist ein ganz großer Übeltäter und verursacht zum Beispiel Magengeschwüre, Geschwüre des Zwölffingerdarms bis hin zu Magen- und Darmkrebs. Die Hausfliege scheint eine wichtige Rolle bei der Verbreitung dieses Helicobacters zu spielen. Sie infiziert die Nahrung, die nimmt dann der Mensch auf. Der Mensch scheidet sie dann wieder mit dem Kot aus und darauf landet dann die Fliege und kontaminiert sie wieder. Und der ganze Kreislauf beginnt von vorne. Dieses Bakterium kann sich sogar in der Magenschleimhaut einnisten. Eine Tatsache, die bis vor einiger Zeit noch für völlig unmöglich gehalten worden ist. Immerhin trägt heute etwa jeder fünfte Deutsche diesen Fiesling in sich. In den Tropen ist sogar jeder zweite davon befallen. Damit aber genug von solch schrecklichen Krankheitsbakterien, wenden wir uns jetzt den guten, den Nützlingen zu, ohne die ja in unserem Darm absolut nichts läuft. Das ist übrigens eine spannende, fast unglaubliche Geschichte, denn gerade die gesundheitlich besonders empfehlenswerten Joghurtbakterien, man nennt sie heute probiotisch, pro, das heißt also für das Leben, stammen aus einer Quelle, an die man wohl zuletzt denken würde, ja, die auf den ersten Blick recht unappetitlich wirkt. Also, was glauben Sie, wo kommen die her?
Nun, Sie kommen gerade von dort, wo Sie nachher wieder das Positive bewirken sollen, nämlich aus dem menschlichen Darm oder besser gesagt, Sie wurden irgendwann einmal aus dem Dickdarmkot eines gesunden Menschen herausselektiert. Dazu gehört natürlich eine gehörige Portion Forschung und Entwicklung, denn es kommt darauf an, den jeweiligen Bakterienstamm in Reinkultur zu züchten. Wir haben uns für zwei wichtige Bakterienstämme entschieden, die außerdem noch die Eigenschaft haben, die Magenschranke zu überwinden. Die Salzsäure des Magens kann ihnen nämlich nichts anhaben. Das erste Bakterium, für das wir uns entschieden haben, ist ein sogenannter Lactobacillus acidophilus mit der Bezeichnung LA5. Eine Sorte, die eigentlich in jedem gesunden menschlichen Darm drin sein sollte. Das zweite ist ein spezieller Stamm der Bifidobakterien. Das sind diese gegabelten Bakterien. Wissenschaftlich heißen sie Bifidobacterium lactis BB12. Zusätzlich haben wir noch einen dritten Stamm in unserer Kultur. Dieser sorgt dafür, dass der Joghurt ganz besonders cremig wird, selbst dann, wenn man Früchte oder Frohsips unterrührt. Diesem speziellen Joghurt-Bakterien-Cocktail haben wir auch einen Namen gegeben, Labida von Lactobacillus bifidobacterium, und das spricht dafür, dass es im Darm außerordentlich positiv wirkt. Sie bekommen Labida in getrocknetem Zustand demnächst überall in den Läden zu kaufen, die die Hobbitek-Substanzen führen. Eine winzige Messerspitze reicht aus für 1 Liter Milch und Sie erhalten dann wirklich einen herrlichen Joghurt. Ich denke, es interessiert Sie auch, wie solche Joghurtbakterienkulturen überhaupt produziert werden. Die Ellen Norton hat einen Hersteller besucht, der sich besonders auf solch probiotische Kulturen spezialisiert hat. Schauen Sie sich ihren spannenden Film an. Die Fahndung nach den richtigen Joghurtkeimen ist ebenso schwierig wie die Jagd nach einem unbekannten Verbrecher. Das Ausgangsmaterial ist die Kotprobe eines gesunden Menschen. In ihr stecken ca. 500 verschiedene Bakterienstämme. Da Milchsäurebakterien dem sauren Magensaft trotzen können, wählen die Forscher spezielle saure Nährböden, auf denen einzig und allein Milchsäurebakterien gedeihen können. Auf Filterpapier übertragen lassen sich bestimmte Milchsäurebakterien identifizieren. Dr. Elke Brockmann sucht diesmal nach Bifidobakterien. Also wir haben jetzt hier aus dem Kot ungefähr 200, 300 verschiedene Kolonien isoliert oder auch Kulturen. Und mit einer bifidobakterien-spezifischen Sonde können wir jetzt feststellen, welche dieser Kulturen auf der Platte eigentlich wirklich Bifidobakterien sind. Und das Ergebnis einer solchen Untersuchung mit einer Sonde sieht dann so aus. Und diese Signale würden uns dann zeigen, dass diese Kulturen wirklich Bifidobakterien sind. So sehen die Bifidobakterien unter dem Mikroskop aus. Sie ähneln sich alle, doch nur einige eignen sich für die Joghurtherstellung. So müssen sie Milchzucker und weitere Zucker als Nahrung abbauen können. Denn dies geschieht, wenn aus Milch Joghurt entsteht. In den gelben Kammern sind fleißige Milchsäurebakterien, in den violetten Kammern leben dagegen faule Kandidaten, sie sind ungeeignet. Wer alle Tests erfolgreich besteht, bekommt einen individuellen Namen. Das Laserspektrogramm identifiziert das Erbmaterial. So wird die Bakterie unverwechselbar. Doch sie muss auch einen schmackhaft cremigen Joghurt liefern. Die Testesser sind kritisch. Ihnen entgeht kein besonderer Duft, noch bitterer Nachgeschmack. Hier lagern bei minus 80 Grad Celsius sämtliche Kulturen der Firma. Jede der weit über 1000 Bakterienarten kann industriell für probiotische Joghurts und andere Milchprodukte verwendet werden. Ein unschätzbarer Wert. Diese Probe geht in die Weiterverarbeitung. Im Fermenter wächst die Kultur. Gefüttert wird sie, wie sollte es auch anders sein, mit Milch. Jedes Fläschchen für die Großproduktion enthält nur eine Milchsäurebakterienart. Absolute Sauberkeit gewährleistet, dass wirklich nur die eine Bakteriensorte in großem Umfang vermehrt wird. Die Fermenter fassen 15.000 Liter. Ihr Inhalt kann 10 Millionen Liter Joghurt produzieren. Die reife Bakterienkultur wird schockgefroren. Über einen Brausekopf fließt sie direkt in flüssigen Stickstoff. Sofort erstarrt sie und ist konserviert. Genau wie Kaffeepulver können auch die Milchsäurebakterien gefriergetrocknet werden. Ihnen wird das Wasser entzogen, so sind sie für den Transport besser haltbar. Hier wird ABT2 abgefüllt. Bei dieser Kultur werden 3 verschiedene wertvolle Milchsäurebakterienstämme zusammengegeben. Die fertige Mischung ist unser Labida 97.
Sie sehen, liebe Zuschauer, obwohl die Keime sozusagen aus unserer ureigenen Unterwelt stammen, ist das dann doch eine durchaus appetitliche Angelegenheit geworden. Und das kann ich Ihnen schon im Vorfeld verraten. Joghurt mit der Labida 97-Kultur hergestellt, schmeckt himmlisch, mild und sahnig ist er, obwohl man ihn sogar kaloriensparend aus Magermilch herstellen kann. So, jetzt ist es an der Zeit, dass ich Ihnen ein wenig Abbitte leiste. Sie wissen, schon im vorigen Jahr haben wir gezeigt, wie man Joghurt selbst herstellen kann. Ehrlich gesagt, leider waren unsere Rezepte noch nicht ganz ausgereift. Wir empfahlen Ihnen damals, handelsüblichen Joghurt als Starterkultur zu verwenden. Unser Beweggrund war, dass das am preisgünstigsten ging. Die Folge, der so hergestellte Joghurt war leider etwas zu wässrig und suppig. Genau das hat uns aber nicht ruhen lassen und wir fanden nach intensiven Recherchen unseren Labida 97, der mindestens so preiswert ist. So ein Tütchen für mehr als 20 Liter kostet um die 5 D-Mark, das sind 25 Pfennig pro Liter. Zusätzlich haben wir dann aber auch noch den Profis in die Joghurttöpfe geschaut. Ja, und da fanden wir dann Bindemittel wie Speisegelatine, die wollten wir nicht in unserem Joghurt haben, aber auch Magermilchpulver. Und das war's. Damit wird unser Labida-Joghurt wirklich wunderbar cremig. Und dem kann dann selbst Obsteinlage nichts mehr anhaben. Sie können Honig einrühren oder Frühsips oder auch herzhafte Zutaten. Der Joghurt bleibt wunderbar fest. So, theoretisch könnten Sie jetzt einfach eine Messerspitze unserer Labida-Kultur in einen Liter Haarmilch einrühren, noch 1 bis 2 Esslöffel Magermilchpulver dazu und das Ganze dann für 12 bis 14 Stunden in diesen Joghurtbereiter stellen. Und dann hätten Sie Ihren Joghurt. Theoretisch. Tja, leider geht das nicht so einfach. Da haben wir halt was dazugelernt. Bei unseren Recherchen sind wir nämlich auf einen zweiten Kniff gestoßen. Die Joghurtbakterien lieben Wärme. Und zwar von Anfang an. Würden wir sie direkt in die kalte oder nur zimmerwarme Haarmilch einrühren, dann kriegen die recht schnell kalte Füße. Und das ist das Resultat. Auf der Oberfläche setzt sich zu viel Molke ab. Und selbst dann, wenn Sie das rühren würden, bleibt alles wässrig. Es ist bestenfalls eine Art Trinkjoghurt. Ganz anders sieht das aus, wenn Sie die Milch vorher auf Körpertemperatur bringen. Das heißt auf 37 bis 40 Grad Celsius. Sehen Sie mal, wie schön fest das ist. Und zwar, bevor Sie die Labida-Kultur in die Milch einrühren. Um das zu kontrollieren, empfehlen wir Ihnen, sich ein Küchenthermometer anzuschaffen. Wichtig ist aber, liebe Zuschauer, auch, dass die Temperatur der Milch auf keinen Fall über 45 Grad steigt. Das würden unsere Joghurtbakterien nicht verkraften. Sie haben sich vielleicht gewundert, dass wir die ganze Zeit von Haarmilch gesprochen haben. Nun, der Vorteil ist, sie ist absolut steril. Das Leben, das geben wir nachher erst dazu. Sie werden es sehen. Frischmilch, die müssen Sie deshalb vorher in jedem Fall abkochen. Die ist ja nicht unbedingt steril, damit sie sich außer unseren eigenen Joghurtbakterien darin keine anderen Keime hier vermehren. Sonst schmeckt der Joghurt nachher muffig. Ja, und so wird's gemacht. Das will ich Ihnen mal kurz. Sie erwärmen die Milch zunächst einmal auf dem Herd, bis sie etwa so 37 bis 40 Grad Celsius erreicht hat. Das ist hier der Fall. Und dann nehmen Sie den Topf von der Platte. Wir haben hier genau 1 Liter Milch, eine Menge, die genau in unseren Joghurtbereiter hier hineinpasst. Darauf kommen jetzt 2 gehäufte Esslöffel Magermilchpulver. So, das rühren Sie dann einfach da ein, das ist kein Problem, und zwar klumpenfrei. Das ist wichtig, bis sich alles so aufgelöst hat. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt auch noch eine Zusatzportion Gesundheit pur zufügen, und zwar unseren Ballaststoff Gummi Arabicum, das heißt unser Gumahate. Nehmen Sie davon 2 bis 3 Esslöffel auf diesen Liter Milch. So, und jetzt kommt der entscheidende Augenblick. Wir impfen sozusagen die noch sterile Milch und hauchen ihr damit das schon angesprochene Leben ein. Schütten Sie zunächst einmal hier 2 Fingerbreit Milch unten in den Behälter des Joghurtbereiters. So, und jetzt rühren Sie da eine kleine Messerspitze von unserer Labida-Kultur hinein. So, das reicht schon. Und jetzt geben Sie die restliche Milch dazu. Ja, und dann ab in den
Wärmebehälter. So, Deckel drauf. Übrigens, das Tütchen, liebe Zuschauer, hier mit der gefriergetrockneten Lavida-Kultur müssen Sie immer gut verschließen. Denn das Pulver kann Feuchtigkeit anziehen. Falten Sie die Öffnung des Beutels mehrfach, so wie hier, verschließen Sie es dann mit einer Büroklammer. Und geben Sie dann das Ganze in den Kühlschrank. So hält sich unsere Lavida-Kultur mindestens ein halbes Jahr, im Tiefkühlfach sogar länger als ein Jahr. Nun, die optimale Fermentationszeit, das heißt, bis der Joghurt fertig ist, beträgt etwa 14 Stunden. Leider sind die meisten Joghurtbereiter nur so etwa für 10 bis 12 Stunden gut, aber Sie können sie ganz einfach überlisten. Nach etwa 2 bis 3 Stunden, Sie sehen, das ist jetzt gerade angegangen, ziehen Sie den Stecker nochmals raus. Die Zeitelektronik hat nämlich keinen Speicher und nach kurzer Verweilzeit stecken Sie den Stecker wieder rein. Dann beginnt die Uhr wieder von vorne und Sie haben für die restliche Zeit Ihre Ruhe. Ansonsten müssen Sie es nachher eben noch mal 2 bis 4 Stunden nachwirken lassen. Ist auch kein Problem. Wie gesagt, Sie erhalten einen Joghurt der absoluten Spitzenklasse. Der schmeckt auch pur so, wie ihn die Natur geschaffen hat. Ganz toll. Nehmen Sie den Behälter dann heraus und stellen Sie ihn so, wie er ist, in den Kühlschrank. Natürlich nicht vergessen, den Deckel drauf zu tun. Dieser Joghurt ist nun Ausgangsmaterial für unendlich viele Rezepte. Zunächst können Sie natürlich Obststückchen unterrühren, Äpfel, Birnen, Bananen. Sie können das Obst aber auch pürieren. Dann mögen das Kinder besonders gern. Die sind ja leider manchmal Obstmuffel. Sehr gut schmeckt unser Joghurt aber auch mit unseren neuen Frusips für Milchgetränke. Absoluter Renner in unserer Versuchsküche war die Mischung aus Vanille, Marzipan und Walnussfrusip. Pro Dessertschale nehmen Sie so etwa einen halben Teelöffel von jeder Sorte. Oder zum Beispiel einfach 1 bis 2 Teelöffel Karamellfrusip übers Joghurt geben. Lecker. Die Hobbythek, liebe Zuschauer, wäre nach dieser Sendung nicht die Hobbythek, wenn wir uns nicht noch etwas zusätzlich hätten einfallen lassen später. Neben der Herstellung von Joghurt ist es mittlerweile auch völlig unproblematisch, Quark, Dickmilch, aber auch selbst Camembert und andere Käse herzustellen. Die ausführlichen Informationen dazu finden Sie in unserem Hobbythek-Buch Joghurt, Quark und Käse für ein starkes Immunsystem. In gekürzter Form präsentieren wir Ihnen die Informationen und Rezepte, aber auch in unserem Hobbythek-Schätzchen-Tipp. Den erhalten Sie wie immer kostenlos, wenn Sie uns einen an sich selbst adressierten und mit 1,50 € frankierten Rückumschlag der Größe C5, das ist Doppelpostkartengröße, zusenden. Vergessen Sie aber bitte nicht den Zusatz Büchersendung, sonst kostet nach Porto. Den falten Sie dann zweimal und stecken in ein ganz normales Kuvert, das nur mit 1,10 € frankiert werden muss. Und schicken Sie den dann an uns, WDR, Hobbythek, Stichwort Schätzchen 250 610 Köln. Aber auch auf unserer Videotextseite und auf unserer Homepage im Internet finden Sie Informationen zur Sendung. So, das war die letzte Sendung der Reihe 25 Jahre Hobbythek-Schätzchen. Ich hoffe, es war auch für Sie ein fröhliches Wiedersehen mit der Vergangenheit. Im Dezember feiern wir dann unser Jubiläum. Können Sie sicher sein, da wird ganz schwer gefeiert. Das nächste Thema der regulären Hobbythek, da geht es ums Trinkwasser. Das Lebenselixier überhaupt. Ich denke, es lohnt sich, wieder einzuschalten. Tschüss, bis dahin.